Hier in einer Hamburger Boxhalle hat sie vor 21 Jahren angefangen, die Profikarriere von Wladimir Klitschko. Der damals 20-Jährige war gerade Olympiasieger im Superschwergewicht geworden, mit dabei sein älterer Bruder Vitali. Es ist eine große Boxkarriere geworden. 64 Siege bei nur 5 Niederlagen. Im Jahr 2000 wird er zum ersten Mal Weltmeister. Insgesamt 29 WM-Titelkämpfe hat Klitschko bestritten. So viele wie kein anderer Schwergewichtsboxer. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere hält Klitschko gleichzeitig die Titel von 5 Boxverbänden. Ein smarter, intelligenter Boxer auch außerhalb des Rings. Klitschko studiert Philosophie und Sportwissenschaft und promoviert 2001 an der Universität Kiew. Den Doktortitel trägt er im Kampfnamen Dr. Steelhammer, aber das ist jetzt Geschichte. Es gibt immer einen Punkt im Leben, an dem wir ein neues Kapitel beginnen und neue Herausforderungen annehmen müssen. Oder einfach wollen. Natürlich bin ich auch hier keine Ausnahme von diesen Regeln. Und es ist genau jetzt der Zeitpunkt, diesen Wendepunkt einzuleiten. Zur richtigen Zeit. Es gab schon ältere Boxweltmeister als der jetzt 41-jährige Ukrainer. Aber seine letzten beiden Kämpfe hat Klitschko verloren. Schmerzliche Niederlagen. Im Herbst 2015 verliert er nicht nur den Kampf gegen den Briten Tyson Fury, sondern auch die 4 Schwergewichtstitel, die er noch innehatte. Im April dieses Jahres dann Klitschkos letzter Kampf. Wieder ein Titelkampf, wieder endet er schmerzvoll. Gegen den nächsten Briten Anthony Joshua verliert Klitschko nach 11 Runden. Durch technischen K.O. Im richtigen Leben wird ihm das kaum passieren, denn Wladimir konnte schon immer über den Tellerrand des Sports hinausschauen. Die politische Karriere seines älteren Bruders Vitali, der Kiewer Bürgermeister und Parlamentsabgeordneter ist, unterstützt er von Beginn an. Erfolgreich eben, wie beide Klitschkos so sind. Vor 27 Jahren startete ich meine Reise in den Sport. Es war die beste Berufswahl, die ich treffen konnte. Aufgrund dieser Wahl konnte ich die Welt bereisen, Sprachen lernen, Unternehmen aufbauen, Intellectual Property entwickeln und vor allem Menschen, denen es nie so gut geht, helfen. Seine olympische Goldmedaille von 1996 beispielsweise hat Wladimir Klitschko für einen guten Zweck versteigert. Nicht nur deshalb werden wir Dr. Steelhammer im Boxring vermissen.